Das ist sogar der ideale Zeitpunkt für eine Moraldebatte. Fangen wir damit an, der Selbstaufopferung Grenzen zu setzen. Höchste Zeit, dass du deine Magierkollegen vergisst und dich selbst rettest. Würdest du Vesemir im Stich lassen? Eskel? Lambert? Sie zurücklassen, um deine eigene Haut zu retten? Ich verstehe, dass du dir Sorgen um mich machst. Aber ich kann nicht einfach zusammenpacken und sie alle verlassen. Ich weiß, was die erwartet, die den Jägern in die Hände fallen. Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du, so schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine. Aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg freizumachen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Hin und wieder, ja, das stimmt. Nee, wegen neuer Kaffee und Triss, deswegen. ja, wir lassen keinen zurück. Wir riskieren's. Wir sollten Anis und Berthold helfen, sie so abzuschreiben. Das wäre grausam. Gut, aber dann müssen wir jetzt los. Die Zeit läuft. Zeig den Weg. Okay, vielleicht hätten wir am Anfang nichts sagen sollen, weil Triss ist ja eher so eine Person, die will keine Hilfe, die will das selber regeln, ne? Egal. Das ist sie! Schnapp die Hure! Lebendig! Weg hier! Dämon! Ergib dich! Wo ist das Versteck? Nicht weit weg, in den Scherben. Still, Geralt. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. Ja, keine Aufmerksamkeit, genau. Eine Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Ach so, da. Meine Frau nie im Leben. Nein. Wo willst du hin? Der ist durch, Triss durch. Habt ihr das gesehen? Einfach durch die durch. Als ob die nicht da wäre. Die ist ein Geist. Was jetzt? Katze mag uns nicht. Das sind sie, wie ich gesagt habe. Verdammter Zauberer und seine Hure. Sie beschäftigt sich auch mit Hexerei. Gute Arbeit. Schnappt sie! Ich flehe dich an. Wir haben nichts Falsches gemacht. Schluss jetzt! Warte. Alles in Ordnung? Könnt ihr gehen? Ja. Von hier gehe ich nicht weg. Ich bin doch nicht verrückt. Berthold. Hast du gesehen, was da draußen passiert? Sie erwischen uns, bevor wir am Hafen sind. Sie erwischen uns und töten uns. Ich kann nicht versprechen, dass ihr in Sicherheit seid, wenn ihr mitkommt. Aber wenn ihr bleibt, sterbt ihr auf jeden Fall. Er hat recht. Definitiv. Wir verstecken uns irgendwo und warten ab. Liebster, ich bitte dich. Sei still. Ich habe dir schon letzten Winter gesagt, dass wir gehen sollen. Aber nein, du wolltest es nicht. Jetzt haben wir den Salat. Wir gehen sofort. Gehen. Danke. Wir müssen zu den anderen. So geht's auch. Schnell.
Was hast du dir denn für einen Kaffee geholt? Dass der so teuer ist. Voll leise. Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein. Er hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Was ist da los? Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. Wenn man die Stadt nur verlassen hat, was war das jetzt gerade? Geralt hat hier die Kräfte. Ja, der kann alles. Der perfekte Mann. Nein, nicht so. Zieh es mir in die Länge. Brot. Was für ein Unterschied macht das denn? Einen großen. Wenn du das Wort in die Länge ziehst, klingt das nach. Oh. Du weißt schon, unterschwellige Nacht. Ja, schick mir mal. Ich guck mir das mal an. Warum gehen wir eigentlich so langsam? Können wir nicht gucken, vor allen Dingen die anderen beiden, die laufen immer und wir schleichen hier. So. Wir schleichen nur, weil wir auch schleichen. Problem ist nur, ich bin schneller wie sie, deswegen weiß ich nicht, wo lang. Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Oder wir kommen zu spät. Schon hier. Du hättest weglaufen sollen. Pass auf! Er wirbelt! Er wirbelt? Verlieren wir den. Ich hab doch gar nichts gemacht. Wo ist mein Schwert? So geht's natürlich auch, aber wo war mein Schwert? Ich hab keine Taste gedrückt, dass er das Schwert weglegen soll. Verdammt. Wir sind zu spät. Zu spät? Wir haben immerhin zwei gerettet. Ja, und einen verloren. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die Falltür finden und die anderen schnappen konnten. Hier geht's nicht um Zahlen, Geralt. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Komm mit. Hier lang, Geralt. Die Armen, ey. Triss, was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz und so. Ja, ich weiß. Du hast kein Herz. Weder ein mitleidiges, noch sonst irgendeins. Mich erstaunt dein anatomisches Wissen über meinen Körper. Aber Spaß beiseite. Ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tankreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet. Bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen.
Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen. Wirst sehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Da hat sie allerdings recht. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja, auf die Hilfe eines redanischen Spions. Radovids rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen, ihn das Töten gelehrt. Du... Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Ich schwöre, ich will die Magie sein lassen, wenn ich hier lebendig rauskomme. Oh, ich lang? Was dann? Wirkst du nicht. Ich wurde schon hässlich geboren. Der Typ ist zwar ein Arsch, aber ehrlich. Immerhin. Ehrlichkeit ist wichtig. Vielen Dank für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken. Ehrlich. Doch. Bist du? Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut. Bald ist alles vorbei. Hm. Bald. Schluss jetzt! Chris? Chris ist hängen geblieben. Was jetzt, du? Alles cool? Hör mal, ich mache hier die ganze Arbeit, ey. Du chillst. Sollen das? Ach so, oh, da war ja was. Alex, du bist bekloppt. Hier geht's nicht weiter. Verdammt, hier kommen wir nicht durch. Alles verloren. Beruhige dich. Gefunden. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Wo denn? Der Weg ist... Ich hab einen Weg gefunden. Wo denn? Es gibt keinen anderen Weg. Nun komm. Eine Bibliothek? Wir machen mal ein bisschen Licht und geh. Hallo E-Sport Hamster, wie geht's dir? Schnuckilein, oh Gott, wie süß. Hallo. Hast du das bitte auf? Wir nehmen alle Bücher auf. Immerhin können wir die aufnehmen. Und tun dann so, als wären wir gebildet, weil wir so viele Bücher haben. Ja, so geht das. Hab wieder einen Weg gefunden. Ja. Ich gebe mir Mühe, immer süß zu sein. Und wenn ich dann süß bin, bin ich ein Arsch später. Sie hat 500 Knüppel in der Tasche. Ja, für jeden ein. Sag ich doch, ich bin erst süß und dann der Arsch. Dann
einen Weg gefunden. Ich glaube, Chris ist wieder hängen geblieben. Frau, beweg dich. Sieh mal. Gedichte von Gonzalo de Versio. Jakob von Varazzes Chroniken. Unglaublich. Alles seltene Erstausgaben. Wir werden später zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Novigrad. Schon vergessen? Nein. Es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Komm, wir müssen uns beeilen. Ja, dann komm, Frau. Weg dein Popo. Ich habe einen Ausgang gefunden. Ich dachte schon, wir wären für immer verloren. Wait, Monster. Ich muss mal meine Tasche. Oh. Hey! Jemanden von hinten angreifen ist nicht nett. Ich dachte, du bleibst noch da stehen, weil ich war noch beschäftigt hier. Hör mal, ich will... Da ist was Rotes. Ich will gucken, was es ist. Darf ich jetzt spielen? Leuchtet was rot. So. Oh. Ja, Izzy ist schlau. Manchmal. Oh, Triss ist, glaube ich, schon wieder hängen geblieben, Leute. Hallo. Was ist mit der Frau? Stopp. Hörst du das? Was ist das? Ratten. Meine Spezialität, weißt du? Du brauchst keine Angst zu haben. Hängt davon ab, wie viele es sind. Verdammt! Oh. Scheiße. Du kannst dazu gerne was sagen. Ich esse einen Keks. Stopp. Hörst du das? Was ist das? Ratten. Meine Spezialität, weißt du? Du brauchst keine Angst zu haben. Hängt davon ab, wie viele es sind. Ganz schön viele. Wo? Ich sehe keine einzige. Weißt du, eben bleibst du die ganze Zeit stehen und hängen. Jetzt kannst du es kaum erwarten, oder was? Wunderbar. Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wirft denn die ganzen Leichen hier runter? Wir sind direkt unter dem Marktplatz. Dort wohnt auch Carlo Hacker-Varese. Das ist bestimmt kein Zufall. Seine Schuldner neigen dazu, spurlos zu verschwinden. Alles in Ordnung? Nur ein paar Bisse an Füßen und Waden. Nichts Schlimmes. Wir müssen deine Wunden säubern, sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen erst einen Weg zum Hafen. Du willst doch Triss nur nackt sehen, Mann. Danke für den Clip. Welchen Clip? Ach so. Weißt du, jetzt läuft die Frau wieder vor. Frauen. Wir sind schon wieder voll, Leute. Muss mal ein paar Knüppel loswerden. Muss bald mal verkaufen.
Wo lang, Frau? Die Leiche ist blass, vertrocknet. Ich habe das dumpfe Gefühl, Triss ist wieder hängen geblieben. Nun? Hier geht schon mal nicht weiter. Am Hals und an den Schultern. Was, wer möchte das nicht? Achso, du meinst Triss nackt sehen? Tja. Alter! Weißt du, du bewegst dich die ganze Zeit nicht. Und dann stehst du auf einmal hinter mir. Mach das nicht. Au. Frau macht mich wahnsinnig. Fleischwesen. Ja, ich bestehe aus Fleisch, das stimmt. Hallo, Dean. Die Laterne brennt noch. Muss erst vor kurzem gestorben sein. Durch Bisse in den Hals. Ich muss sagen, du nervst mit deinem Fackel. Ich hab Buletten. Oh, hier ist ein fleischfreier Chat. Ein Katakan. Ein was? Ein Vampir. Vor deinem Gipfel nach. Gut nach. Ist in der Kanalisation immer so viel los? Zum Glück. Zum Glück? Garantiert ein sicheres Einkommen. Los, gehen wir. Hör mal, Triss, dein Flackere. Ich hab mal voll freigeschaltet. Guck mal, die leuchtet jetzt schon mittlerweile komplett. Fackelt sich selber ab. Mal ein bisschen. Ach so, okay. Dankeschön, E-Sport Hamster. Hallo, Spieletreffenverteiler, wie geht's dir? Der Fuß schläft ein. Wusste ich noch nicht, dass Berliner Buletten sind. Das Spiel möchte mir sagen, dass Triss die Beste ist. Nein. Jayne ist die Beste oder Ciri. Löwen, hörst du? Wir haben es geschafft. Komm, yay. Wir müssen das Schiff. Oh, Entschuldigung, ich habe das Gespräch beendet. Weil ich zu, hier rumlaufen. Endlich. Ich dachte schon, wir müssen... Fackelt ja immer noch. Bleiben. Konntest du dir einen Überblick verschaffen? Wie ist das Schiff? Der reinste Schrotthaufen. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und die... Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geratet. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Und hör mal auf zu fackeln. Kann ich helfen? Soll ich Violine spielen oder Blumen oder Bonbons besorgen?
Was zum Teufel soll das bedeuten? Was? Sag bloß nicht, dass du sie nicht bitten willst, hier zu bleiben. Warum machst du dir darüber Gedanken? Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Jäger! Da kommen Jäger! Geht an Bord! Wir wollen sie lebendig! Ich muss einschlafen! Das reicht nicht. Einmal schön durchstechen. Dijkstra, ich weiß nicht, wie ich... Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Geh an Bord. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Ich behalte dich in Erinnerung. Immer mit einem Lächeln. Frau Marigold! Ich komme. Pass auf dich auf. Und gib Ciri einen Kuss von mir, wenn du sie gefunden hast. Ging aber schnell. Du bist ein Arsch. Was? Ein Arsch, ein Ochse, ein Dummkopf. Du hast nicht mal versucht, sie aufzuhalten. Ich frage nochmal. Letztes Mal wurde ich unterbrochen. Warum interessiert es dich, mit wem ich zusammen bin? Wenn ich sage, weil ich dich mag und nur das Beste für dich will, würdest du mir glauben? Nein. Ich wollte gerade sagen, nein. Sehr klug. Du solltest dich auch aus der Politik raushalten. Ich weiß es, du weißt es und Triss auch. Was nicht ganz unwichtig ist. Deine andere Geliebte? Eher nicht. Sie hat sich mit Nilfgaard zusammengetan und du wirst ihr folgen, so wie immer. Und eines Tages könnte es sein, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Das wäre sehr schade. Aber das scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Nur noch ein Keks. Jetzt sollten wir über das reden, was gerade wichtig ist. Dijkstra, was heckst du diesmal wieder aus? Was meinst du, wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt? Ich weiß nicht. Hab nicht gezählt. 30? Ein paar mehr oder weniger? Und wie viele bleiben wohl im Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? 2000? 3000? Machst du eine Volkszählung oder was? Nein, ich mach mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns. Wir waren da. Aber wer rettet die von Rinde? Van Aert, Aert Carré, Guleta. Du weißt, dass dieser Bastard Radovid erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Radovid umzubringen. Du machst dir um die Magier der Welt so große Sorgen? Das soll ich dir glauben? Ja, aber nicht, weil ich Mitleid habe oder es mir das Herz bricht. Das ist richtig. Für mich weist die systematische Verfolgung auf ein viel größeres Problem hin. Ein Verrückter herrscht über Redanien. Ich habe Wisimir gedient, Radovids Vater. Ich war über 2 Jahrzehnte lang der Kopf seines Geheimdienstes. Zusammen haben wir Redanien verändert, es zum mächtigsten Königreich des Nordens gemacht. Weißt du, warum es so mächtig war? Wegen seiner Armeen, denke ich. Und du hättest verloren, du Idiot. Massenmobilisierung, aufgestachelte Bauern mit ihren Sicheln als Waffen. Was soll das für eine Herausforderung sein? Es ist viel schwieriger, einen starken Staat mit gesundem Handel, Handwerk, soliden Bündnissen, fortschrittlicher Wissenschaft und unabhängiger Gerichte aufzubauen, die gerechte Urteile sprechen. Wisimir und mir ist es gelungen. Durch Jahre harter Arbeit. Ich möchte nicht tatenlos zusehen, wie dieser kleine Scheißkerl alles zerstört. Nein, der liegt noch da. Radovid der Strenge, dass ich nicht lache. Er, Radovid der Gedankenlose. Hilfst du mir, Geralt?
Ich töte keine Könige. Ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Ich weiß. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Dijkstra. Vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral, deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es wird immer heißer. Scheiterhaufen brennen in jeder Stadt. Für kleine und große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, bald auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Du schweigst, lässt dir nicht in die Karten schauen, verstehe. Einen König zu ermorden ist schließlich kein Neckarauftrag. Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen, findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Dort warte ich mit meinen Leuten. Ich denk drüber nach.